Doch. Sehr schön, dann können wir die Truhe ja doch noch mitnehmen. Durch die Voraussetzung, dass wir jetzt hier wieder hochkommen. Er fragt, wenn er stirbt, ob er dann oben ist. Nee, wenn er Nein, noch nicht. Wir brauchen eigentlich nur kurz dahin zu gehen. Wo ist die Kommen wir Truhe? aber nicht mehr hoch wegen der Truhe. Das ah, so, ach, die ist hier oben. Ja, genau, die ist leicht da hinten. Ja, dann ist es ungünstig. Sonst verzichten wir jetzt einfach auf die Truhe, das ist jetzt auch nicht. Wo ist der Kerl denn eigentlich gerade? Der jetzt noch fehlt. Hier unten. Ach da. Irgendwo unten, ja. Ja, der ist noch im vorderen Teil, da wo ich war. Oh Gott. Gehen wir nicht nee, der ist schon weiter, oder? Nee, der muss noch mal komplett durch, ja. Nee, oder? Glaubst du, du packst das noch? Das wäre ziemlich cool, weil Truhe ist halt cool. Ich meine, wir kommen auch ohne klar, natürlich, aber... Ja, hätten wir wenigstens noch mal ein bisschen, weil ich habe so viel Geld noch auch wieder nicht mehr, so viel Münzen, und ich möchte mir vom Vorspiel noch mal komplett alle Tränke kaufen. Ja. Ich habe 43... Ich weiß nicht, wie viel Leben er noch hat, deswegen nicht, dass wir hier sein Leben jetzt platt machen und dann zu 50, zu 40 stehen. 5. 5 Leben hat er noch. Ich auch. Ich würde sagen, einmal versuchen und wenn das nicht klappt, dann... Dann aktivieren wir unten das Ding. Ja. Ja. Richtig. Immer beim Boss werden wir sowieso nochmal sterben. Immer diese Pessimisten, ja. Na, ich weiß, wie der ist, deswegen. Ich weiß auch, wie der ist, aber da dürfen wir nicht sterben, ja, alle. Das ist tatsächlich nur ein Schub. Aber da will ich jetzt nicht hin. Ich hab nur 36 Seren. Ja, ich hab noch 18. Ich bin gerade froh, dass ich mir schon Münzen vor der Indie geholt habe hier. Wenn man da eine stirbt und in die Hölle, sag ich jetzt mal, kommt, dann muss man 50. Hölle? Ja, wenn man also keine Leben mehr hat, dann ist man da so gefesselt an so einem Pfahl. 5 Bomben liegen vor einem. Die Wände kommen näher und die Lava steigt. Lol. Und ja, dann steht da so ein kleines Äffchen, das ist glaube ich der. Und dann der sagt, du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder sterben oder. Das hört sich irgendwie an nach Nether. Nach einem Abklatsch vom Nether. Ach, hier kann man übrigens so einen Pilz aktivieren, falls man runterfällt. Das kannst du mal sagen, ne? Kommt man hier hoch? Ja, dann kommen wir nicht über den Pilz da wieder hoch. Ja, hier unten. Naja, sowas kann man auch früher machen, ne? Ich hab gerade erst gesehen, ne? Na, dann könnte ja der Letzte jetzt mal hier rüber, oder? Ja, genau, hier, ja. Der gerade wieder zum Jumping läuft. Falls du irgendwie zu uns kommen kannst. Blüslov. Ja, scheiße, ich sehe seinen Namen nicht, er läuft zu schnell. Ach, weil er kann ja da gucken. Der gute Brady oder Blüsolf. Blüsolf. Du brauchst nicht das Jumping-Puzzle machen. Oh, da unten ist sogar eine rote Sphäre, eine orangene Sphäre. Die will ich doch gerade schnell noch geholt. Ah, hier ist ein Affe. Affe umlegen. Oh, cool. Ja. Aber oben sind noch haufenweise Sphären, ach holla. Hier ist auch noch Energie gewesen, das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gehört hat oder uns gehört hat. Falls ja, komm zu uns. Ach ja, hat er. Oh, hier sind ja auch noch viele Sphären. Was ist denn da hinten noch? Das ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Ah! Siehst du das da unten? Ich bin auch gerade mal runtergefallen. Mann. Wo war der Pilz? Hier hinten bei uns, bei Fena. Genau. Ja, oh, nehm ihn mit. Wo geht's denn hin? Gehen wir mal zur Truhe, wenn wir jetzt alle Schlüssel haben. Wo ist denn schon? Haben wir alle einen Schlüssel? Sind alle da? Ja, ich hab einen Schlüssel. Ein Schlüssel fehlt uns? Nope, nein, ein Schlüssel fehlt. Na, da drüben ist ein Shop. Da drüben ist doch ein Shop. Genau. Wir haben doch gerade den neuen Shop entdeckt. Da hinten geht's auch noch, scheint's auch irgendwie lang zu gehen. Hier ja, da war ich auch gerade. Hier hinten ist der Schlüssel, komm mal mit hier. Hier liegt ja noch einer. Das ist der, den ihr noch geschlachtet hattet. Ich glaube, hier drüben muss nur lang. Ich würde jetzt liebend gern mal kurz in den Shop da drüben schauen. Da kommen wir so nicht ran, keine Ahnung. Sorry.
In den Shop kann man ja rein. Durch den Pilz kommst du ja. Ach nee, warte mal. Ich weiß nicht. Wie kommst du da hoch? Ja, unten ist doch so ein Krokodil. Ach so. Ne, Moment mal. Stimmt. Man muss ja irgendwie von oben ran. Na, ich gehe jetzt jedenfalls mal zur Truhe. Und warte da. Muss man sich von oben. Kommt man nur hin, wenn man sich von oben da runterfällt nach dem Jumping-Puzzle, glaube ich da. Also nach diesem scheiß Gehüpfe da. Ja. Weg vorm Bohrschrauben. Dann Truhe. Dann bloß 3, 2, 1. Hey! Soll ich mal falsch rum? Finally. Oh, das ist schön. Ah, jetzt habe ich immer wieder. Kann mir ein Leben kaufen, kann mir alles kaufen, was ich brauche. Ja. Aktiviere jetzt einfach mal kurz vorher. Falls nochmal was passieren sollte. Oh, nicht rein. Oh, hallo Schwanz. Ich meine Shop. Das wollte ich sagen. Ja. Also ja, also ja. Was ist? Gutes aktiviert das. Eine Steinschleuder. Oh, 225, so ein Mist. Leider nicht. Genau in dem Moment. Wird der Scheißkrokodil natürlich wieder lebendig, wo ich da bin. Hier gibt's tatsächlich eine Steinschleuder, oder? Jo, das ist so eine Fernkampfwaffe. Ja. Oh, damit kannst du das beim Frosch recht gut arbeiten. Ja, ich hab mir leider nicht so viel Zeit. Ja, ich auch nicht. Nicht mehr so viel. Gerade mal 45 hier. Ich kauf mir noch ein Leben. Komm, hier Tränke. So. Tränke hab ich mal. Ich glaube, ich kauf mir auch noch ein. Jetzt habe ich wieder 4 Leben, das passt. Ich habe 9, das sollte reichen. Letztes Mal bin ich 15 Eiler gestorben, also. 15? Ja. Ist der so krass? Ja, da sind welche abgehauen, also einer ist abgehauen und zu viert geht das irgendwie nicht. Keine Steine mehr fallen lassen. Jupp. Auch gleich noch mal kurz erklärt werden, wie der ein bisschen funktioniert. Okay. Wuhu! Ist das die Boss... Oh mein Gott, was ist das? So, genau, das ist da kommt gleich der dicke Frosch. Oh mein Gott. Ich will da nicht hin. Oh. Wie hast du den denn vorhin gemacht? Du hast den ja geschafft. Ich glaube, dann ist das besser, wenn du das hast. So, Joaquin? Ja, am Anfang haben wir das die ihr mit den Steinen gemacht, dass er das frisst, dann könnt ihr ihn angreifen. Wenn du angreifst, ist es wichtig, dass du mit einer Fernkampfwaffe arbeitest. Problem war, wir haben keine. Ja, überlege ich gerade, wie können wir das am besten machen? Bei uns, ich habe mir eine Peitsche, meine Peitsche betäubst du nur. Ich habe das und eine Bombe. Bombe habe ich, Bombe können wir auch noch nutzen, genau. Auf jeden Fall hebt der... Ab und zu mal da, also die Anden, also das linke, dann das rechte Bein. Wenn er das linke hebt, dann muss man ganz auf die andere, also auf die rechte Plattform, auf die große Seerose. Weil irgendwie kann man den Wellen nicht ausweichen, oder ich hab's einfach nicht geschafft. Also du musst auf die richtige Seerose, ich weiß nicht mehr. Warte mal, wenn ich, entweder war es, wenn das rechte Bein jetzt auf die rechte, wenn es linke auf die linke oder umgedreht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Soll ich einfach sagen, Learning by Doing, oder? Ja. Wir haben den einfach nur im Fernkampf gelegt, auf die ganz simple Weise. Dafür hast du ja die Zwille am Anfang. Wenn du das Geld hast. Ja, verdammt. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Wenn's geht, hier auf das Ding klappen. Und lass mich raten, wir müssen sein Armband angreifen. Wow. Ja, genau. Die Steine, wenn er den Mund öffnet. Wie weicht man dem aus? Ich hab keine Ahnung. Genau, ihr müsst einfach auf der gegenüberliegenden Plattform stehen, am Rand. Was tun? Jetzt raufhauen, jetzt haben wir ihn mal einen Schaden. Achso. Weg von ihm. Jo, du kannst aus der Welle ausweichen, ohne Probleme. Aber man muss ziemlich weit hinten sein.
Und wenn er die rechte, wenn er den rechten hält, muss man links sein und bei links rechts. Können wir jetzt den Stein reinwerfen? Voll Schaden, einfach drauf und was geht. Auch eine Bombe? Ich habe eine Bombe rein, mal reingeworfen und wir weg. Der ist weiter weg. Ich glaube, jetzt macht er den großen, ne? Heilige Scheiße. Kannst du auch dem Springen, durch Springen ausweichen. Du kannst über die Welle drüber springen. Also dodgen, oder was? Genau. Also, keine Steine. Aber auch, komm auf den Stein. Wow. Also den kann man, glaube ich, nicht ausweichen. Nee. Vielleicht mit dem Springen, aber das ist keine Ahnung. Der hat auch ganz schön viel Energie, oder? Ja, das ist nicht ohne. Was ist denn das für eine Kackbratze? Man muss sich so ein bisschen die Bewegung merken, die er macht. Ja, das ist nicht das Problem, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich den ausmachen soll. Maul auf hier und das ist Rainer. Stein. Er ist schon fast halb tot. Jetzt ist er ungefähr halb tot, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also ungefähr noch zweimal legen. Besten weit weg. Ja, verdammt nochmal. Yeah. Okay, meine Tränke sind leer. Ah, fuck. Was steht hier unten im Schild? Ich bin der Krötenkönig. Mach den Mond auf. Verdammt, Juri. Tschüss. Mit oh, das ist irgendwie süß. Die Augen sind die Arme. Ich glaube, noch zweimal müssen wir was fast machen. Was macht er jetzt? Große Welle. Doppel. Große Doppelwelle war das, ja. Heilige Scheiße. Na, ich muss jetzt gleich mein Leben, hab keine Tränke mehr. Muss ich ein Leben auf. Oh, Scheiße. Ah, komm auf die Kristall. Aua. Aber wenn du unter ihm stehst, kannst du unter seinem Maul stehst, kriegst du den Schaden nicht ab. Nee. Warte ich nicht. Hallo, ich bin wieder da. Du wissen, wenn du in seinem Maul stehst, dass du nichts abkriegst. Oh, große Welle. Jetzt mach den Mund auf. Nein, mach deine. Nicht gut. Jetzt macht er Maul auf, immer wenn er so komisch guckt. Friss! Ja. Und jetzt stirb schon. Komm schon, 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 komm schon. Beinmal. Beinmal am besten. Hab mich das verlegt. Brauchen wieder Kristalle, ne? Ja. Nein! Nicht so gut. Aber der Frosch ist echt cool. Das ist mein letztes Leben. Ich hab noch 7. Oder? Wow! Wäre ich mal hinten geblieben. Ah, er öffnet also sein Maul. Endlich, komm drauf, ja. Drauf. Rein damit. Ist! Und jetzt geh kacken! Komm schon! Geh ja. Kaputt, geh kaputt! Bumm, kaputt! Froschput! Yes! Ich glaube, das war's mit ihm. Sehr schön. Ein Herz, ein Herz! Wow! Wow! Nummer 2. Ja, schön, jetzt muss ein... Okay, das war echt cool. Ja, so, jetzt haben wir, damit haben wir Level 1 abgeschlossen. Jetzt müssen wir zu Level 2. Level 2. Wie machen wir das am besten? Wir warten 30 Sekunden. Ach so, ja. Natürlich. Stimmt, da war ja was. Und wie viele Level gibt's? Mach mal M. Für alle, die es sehen, zuschauen. Damit sieht man einfach mal die Map von ja, die habe ich gerade schon mal gezeigt. Da hast du noch oben rechts hast du das End. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Level noch. 5 Level. Und das war nochmal das wievielte jetzt? Wir haben jetzt die erste Tür durch. Bitte. Das sind dann 4 Türen. Okay. Das heißt jetzt, dann müssten wir bei der Tür 2 sein. Von 5. Genau. Ach du Kacke, das was? Ist ja noch ganz schön lang. Das wird nämlich freigeschaltet.
Dann zerstört mal diesen Wagen. War von euch ein Wagen gesehen? Oh. Oder? Ja, also doch. Ah, der Minenwagen. Denkt dran, hier schön einsammeln, die verschwinden nämlich nach einer Zeit. Also nicht nur wahllos drauf rumprügeln. Ach, das kann ich am besten. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Ich bin eine knappe Kasse. Bist du auch ein Mensch, der uns am Char unser Land weggenommen hat? Wir müssen uns verteidigen. Ah ja. Und ich bin ein Norn, was habe ich getan? Du bist ein Guter, du hast auch nichts getan. Oh, ist das cool. Ich glaube, der Minenwagen ist so jetzt kaputt. Ja. Arsch aus. Schön dir auf. Oh, oh mein Gott, wer bist du denn? Der Bürgermeister. Der gute Bürgermeister. Ich würde es ja vorlesen, aber irgendwie kann ich das nicht lesen. Nee, ich auch nicht. Eigenes Haus? Und jetzt kriegen wir nämlich freigeschaltet, das nächste Gebiet. Jetzt wird dann so langsam alles erleuchtet, was da in Wolken ist. Oh, ich freue mich schon auf das ganz oben rechts. Ist das ganz oben rechts zufälligerweise sehr schwer? Das ist bestimmt das Boss-Level, vermutlicherweise. So, und das ist für mich Neuland. Das ist für dich Neuland? Ja, bis... Das haben wir dann nicht mehr gemacht, da die armen Kinder ins Bett mussten. Okay. Ein bisschen das heißt, es ist jetzt wirklich komplett blind. Wasser! Dankeschön! Ah, der Pfeil zeigt nach oben, aber mal gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Und ich glaube, hier hinten ist was. War das am besten nicht ins Wasser fallen? Ja. Gut. Ich komm nochmal wieder zu euch. Ja, da. Das denn? Ja, schön gut. Soll ich die schieben? Moment mal. Nee, schade. Hab schon gehofft, wir können... Oder? Oh. Nein! Viel Spaß im Wasser. Das müsst ihr. Ja, am besten nicht drauf rumhüpfen, ne? Ich bin in der Hölle, verdammte Hecke. Echt? Und wie sieht's da aus? Hey, sieht das nach Geheimnis aus da hinten? Ich zahl dir auch nichts hier. Lass mich verrecken. Dann bist du raus, ne? Ich komplett raus aus dem ganzen Spiel? Ja. Also nicht aus dem Spiel, ne, aber aus der Indie. Ja, dann kann ich noch reinkommen, oder? Für euch. Das weiß ich nicht. Nicht so weit kommen. Jetzt ist sowieso vorbei, ich hab zu lange gewartet. Also sowieso keine Münzen dafür. Ich hoffe einfach mal, dass du jetzt nicht komplett raus bist. Ah, wenn, dann können wir theoretisch, naja. Ja, da könnte man theoretisch denkst mal. Ich kann mir rein Story-Modus betreten. Sag mal, wie seid ihr denn eigentlich jetzt da hochgekommen? Ich komme hier gerade irgendwie nicht weiter. Ah, das sieht gut aus. Ah, hier bricht eine Brücke ein. Jo, ich bin jetzt bei euch. Also wenn ihr verreckt, braucht ihr im Endeffekt einfach nur da stehen bleiben. Ja, solange wir in der Instanz sind, könnt ihr jederzeit betreten. Haben sie doch recht angenehm gemacht. Gut. Den Namen kann ich auch nicht aussprechen, weil wie heißt er denn hier überhaupt? Nidhegg. Okay, ja. Du bist ja schon oben. Ich wollte gerade sagen, wie du hochkommst, aber... Du kannst mich auch einfach Ju nennen. Ganz kurz. Wie? Ju. Du? Du? Du oder Ju? Ju. Ju. Ich hoffe, ich laufe jetzt einmal mal den richtigen Weg. Ja, du bist richtig. Nein, 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 jetzt bist du falsch. Ich gucke nur, ob da hinten ist nämlich noch ein, können wir nämlich sowas aktivieren, dass wir hier hochkommen. Oh, dann mach das mal, das ist gut. Oh. Einmal runterfallen, bitte. Ach du Scheiße. So, jetzt könnt ihr hier jederzeit wieder hochjumpen per Auto, Jump, wie auch immer. Okay, ja, hier braucht man zum Beispiel die Schildkröte, sehe ich gerade. Ich bin jetzt hier irgendwo. Ja, ich bin jetzt ganz oben. Bei den Krokodilen. Da ist ja noch jemand. Ja, jetzt habe ich verstanden. Eine Etage höher kannst du nochmal so ein Ding aktivieren. So einen Pilz, der runterfällt. Das ist dann noch weit, dass man dann noch von ganz unten hier hochkommt. Wie? Hier oben ist schon nein. Ich war fast oben. Ich war so gut wie oben. Das kann doch nicht wahr sein. Na cool, ich habe sogar wieder 5 Leben. Ha! Spart man sogar noch Leben.
Wo war jetzt der Pilz? Ach, hier ist der Pilz. Ja, da kommst du noch nicht ganz hoch, weil oben muss erst einer den letzten Pilz aktivieren. Das ist kacke, ich möchte hoch. Welchen Pilz denn? Dann aktiviert ihr den Pilz mal. Dann warte ich einfach mal, bis ihr den Pilz aktiviert habt. Ihr seid ja bestimmt so nett. Also dann schreibe ich dann auf jeden Fall in die Community, ne? Das kannst du. Ich rutsch da nach unten, wenn es so wie das aussieht. Aber wie bist du denn da hochgekommen? Und bist du schon beim Pilz? Links ist weiter als ich hier. Nein, ich hab einen anderen Pilz aktiviert. Aber hier, genau das ist der Pilz, ja! Ich liebe dich. Wo ist denn der jetzt? Ach hier, oh Gott, lass mich auf den Pilz. Mensch. Geh weg, ich will auf den Pilz. Wie? Ich frage mich nicht, wie man da hochkommt. Was zum... Bestimmt von da drüben. Nein. Das kann nicht sein. Guck mal, ja. Ach genau, auf diesen kleinen, der da steht, ne? Ganz kluge Variante. Ach, auf den kleinen kann man auch. Jo, KLUK kann ich jetzt nur sagen. Auf jeden Fall schon mal den... So in die Freundesliste. So, hier am besten alle rein. So. Ich guck mir doch schnell noch meine komischen Markenteile. Zählen. Ich habe euch auch schon alle in der FA, also in der Freundesliste, meine ich. Oh nein, das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade gar nicht gut. Du musst mir entgegenkommen. Nein, das war nicht gut. Da möchte ich aber bitte bei mir großen schwarzen Balken haben. Ich weiß immer noch nicht, wie du das meinst. Wie macht man bei Filmen immer Leute unkenntlich? Man macht einen großen schwarzen Balken über das Gesicht. Ich möchte immer meinen kompletten Charakter einen großen schwarzen Balken. Oh Mann. Wie hast du die Krokodile da aktiviert? Na, welche Krokodile? Bist du da schon weitergegangen, oder? Wo seid ihr denn? Also wir sind jetzt hier gerade. Also ich bin gerade drüben bei diesen Schildkröten. Ah, okay, hat er die nicht. Ja, schlagen, ne? Dann gehen die. Ja, aber von wo aus schlagen? Aber ich habe jetzt den Punkt gefunden. Und am besten auch die Schildkröten immer umdrehen, dann kann man auch auf die hüpfen. Wie dreht man die eigentlich um? Schlagen. Ach so. Gut. Gerade bei dem Wasser würde ich immer so auf Nummer sicher gehen. Nicht gut. Und tschüss. Frage, wie kommt man da hin? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Wie macht man das mit den mit den Krokodilen? Wie schlägt man die am besten? Ja, von wo? Weil die sind ziemlich weit weg. Okay. Dafür muss ich erstmal wieder hochkommen. Ah, Gott. Ein Zufall. Na, morgen wird erstmal lang gepennt. Jetzt ist ja schon fast um 5. Heute, hoffe ich. Ja. Das ist sehr gut. Danke, Lux. Seid ihr da hochgekommen? Ja. Ah, alles klar, hatte ich schon erlebt. Hallöchen! Also wenn wir jetzt, ich muss nur eins sagen, wenn ich hier denke, du musst alle Achievements machen und sowas für die Belohnung etc. Ja. Für den Titel, da kriege ich jetzt schon eine Krise. Ich jetzt schon echt Depression. Ey, hier ist irgendwas. Hier geht's hoch. Ah. Aber wenn das Ding so lange da ist, dann kann man sich ja eventuell nochmal zusammentreffen. Hast du den umgelegt oder lag der schon da? Den? Wo? Wir passen schon weiter nach oben gelaufen, kann das sein? Ja, wir beide stehen, 3. Du musstest ihn töten, okay. Nee, ich dachte nur nicht, dass hier irgendwo eine Leiche liegt. Das kann ja auch irgendwas bedeuten. Bricht das hier nicht ein? Ich dachte, das bricht auch ein. Oh, das ist verdammt gruselig. Wisst ihr, ich hab
Höhenangst und ich habe sogar ein Spiel Höhenangst und mir kommt gerade Kotzen. Hier tauchen immer Gärtchen auf. Was ist geheimnisvolle Fremde? Das sind voll die Ninja. Tatsächlich. Ach du Kacke. Wir haben mit Wug, mit Wurfstern. Nicht gut. Ach. Ich ignoriere sie einfach. Oh. Aha. Oh. Hä? Ich bin in der Luft stehen. Können fliegen, Alter. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh. Ich hab's immer platt gemacht. Hier geht's runter und zwar ziemlich tief runter. Ich vermute, wir müssen da runter. Oh Gott. Ich mach mal den hier. Hola, Ralf, hier unten ist eine Floß. Fläche, wo man dich hinstellen kann. Ja, und hier, das wurde mir gesagt, hier ist Ende. Hier ist gleich Ende. Ab hier geht's gleich nicht mehr weiter. Ja, da frisst man Kabel. Ja, ist doch gut. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das schon mal geschafft hätten. Yeah. Ja, genau, das Floß kommt jetzt noch. Ah, nee, ach du Kacke. Ja, da hättest du wohl nicht weinen sollen. Oh, Energie. Immer so ein Tipp, nicht dodgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich krieg Panik. Ich bin eine Katze, ich habe Angst vor Wasser. Ja, das ist richtig. Ach, hier ist ja gar nichts mehr. Die erinnert mich irgendwie an Lego-Männchen, darf ich das mal anmerken? ja, oh, Wasser, aua. Ja, mich hat das Wasser gerade gewässert. Gewässert. Ja, dann bleibe ich einfach mal möglichst weit hinten. What? Okay, geheimnisvollen Fremden. Was sind das überhaupt für Kackviecher? Ah! Genau, und hier ist jetzt angeblich Ende. Ja. Ah. Eine Fernblase noch. Das ist ja jetzt nicht so viel. Wer bist du denn? Ach, du bist wieder dieser Moto. Hallo. Ja, ist doch gut. Dann haben wir das schon mal. Und hier geht's wirklich nicht weiter? Ich kann das noch nicht ganz glauben. Wahrscheinlich wird das jetzt über den Monat oder verteilt immer weiter. Ja, das ist cool. Ich weiß nicht, also ich würde mit euch ganz gern schon weiter in der Grube bleiben. Ich habe eigentlich... Bin ich gern dabei. Jo. Ich habe eigentlich Zeit. Also ich habe jetzt noch Ferien. Eine Woche. Und dann bin ich... Ja, meistens 15 Uhr zu Hause, ab der übernächsten Woche. Ja, und ich bin... ich habe immer mal Zeit, wenn ich nicht gerade arbeite. Das heißt, ich habe abends meistens so ab 18, 19 Uhr Zeit. Da, ich gehe noch in die Schule. Läuft. Ja, und ich bin selbstständig, ich muss mein Geld verdienen. Ich krieg's noch nicht mehr von den Eltern. Ich habe noch ein paar Jahre Schule und dann muss ich mich auch um Studium, Arbeit und so weiter kümmern. Ja, auch so ein fauler Student werden die ganze Zeit nur trinken, schlafen. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben das hier gepackt, deshalb würde ich mich erstmal von den Zuschauern verabschieden. Das könnt ihr ja auch erstmal tun. Ja, dann sag ich mal Cheerio. Jo. Das war eine ziemlich lange Aufnahme. Und dann sage ich einfach mal, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und dann bis später und ciao. Cheerio. Okay, hier nochmal ganz kurz Bonusaufnahme. Ach, du Schande. Denn wir haben hier gerade mit so einer Bombe das Ding hier geöffnet und ich habe jetzt hier einfach nochmal schnell eingeschalten, denn hier hinter sind ganz viele Sphären und wir haben doch da noch so eine Bombentür gesehen, oder? Ach so. Wo war die? Ein Stück weiter, also eine Welt, eine Ebene weiter sozusagen in der Welt. Okay, dann gehen wir da doch noch auch mal schnell hin. Ausgerüstet. Der Name fällt mir nicht mehr ein. Boom. Das sind wahrscheinlich danach auch wieder nur. Ich habe Rift gespielt. Oh. Ah, ein Orangen. Eine große. Das ist auch gut. Es hat wieder für Achievement gezählt, das ist auch nicht schlecht.